Herzlich willkommen bei Pharmalogisch. Ihr seid anscheinend Rätselfans und deswegen habe ich heute nochmal ein Rätsel mitgebracht. Es sind wieder lauter Vierergruppen, in denen ihr einen Wirkstoff finden müsst, der da nicht reinpasst. Falls ihr dazu eine Erklärung haben möchtet, schaut euch mein erstes Video an. Da habe ich am Anfang kurz ein Beispiel gebracht, wie diese Aufgabenstellung gemeint ist. Und wir starten gleich los. Die erste Vierergruppe ist Clotrimazol, Terbinafin, Cycloperox und Claritromycin. Was passt da nicht in die Reihe? Clotrimazol, Terbinafin, Cycloperox und Claritromycin. Das Claritromycin ist ein Makrolid-Antibiotikum und das ist der Wirkstoff, der hier nicht reinpasst, denn alle anderen Wirkstoffe werden gegen Pilze eingesetzt. Teilweise gegen Fußpilz, teilweise gegen Nagelpilz, aber auf jeden Fall sind es Antimykotika. Die nächste Vierergruppe. Acelastin, Cetirizin, Loratadin, Mometason. Das sind jetzt vielleicht Wirkstoffe, die nicht unbedingt jeder von euch täglich in der Hand hat, aber hört euch doch trotzdem mal so die Wirkstoffnamen an, guckt euch die Endungen an. Manchmal kann man da schon so ein bisschen raten, was wohl aus dieser Vierergruppe raus muss. Acelastin, Cetirizin, Loratadin und Mometason. Das sind alles vier Wirkstoffe, die man bei Allergien brauchen kann, aber die ersten drei sind Antihistaminika, während das Mometason ein Glukokortikoid ist, also ein Cortisonpräparat. Das heißt, das Mometason muss hier aus der Gruppe raus. Die nächste Gruppe ist wieder einfacher. Diazepam, Oxazepam, Zolpidem und Bromazepam. Alle, die mich kennen, wissen, dass ich ein Fan von Endungen bin und an dieser Aufgabe sieht man es wieder super deutlich. Selbst wenn man da einen Wirkstoff nicht kennt, an der Endung Zepam sieht man einfach, das ist ein Benzodiazepin. Und dann sieht man auch, das Zolpidem hat halt eine andere Endung, das heißt, das ist kein Benzodiazepin, das ist eine sogenannte Z-Substanz, also muss Zolpidem aus dieser Gruppe raus. Budesonid, Mirtazapin, Opipramol, Trimipramin. Da sind wir jetzt mal in einem Indikationsbereich, den wir bislang überhaupt noch nicht gehabt haben. Wenn ihr nicht alle Wirkstoffe kennt, vielleicht kennt ihr ein oder zwei und wisst, für welche Indikation die verwendet werden. Ich lese sie nochmal vor. Budesonid, Mirtazapin, Opipramol und Trimipramin. Da helfen die Endungen leider überhaupt nicht weiter. Die letzten drei sind Mittel, die bei Depressionen eingesetzt werden. Das Budesonid ist ein Glukokortikoid, hat bei dem Psychopharmaka gar nichts verloren. Das wird zum Beispiel auch in der Asthmatherapie verwendet. Also Budesonid muss hier raus. Eine neue Vierergruppe. Gentamicin, Ciprofloxacin, Penicillin und Azithromycin. Das ist jetzt eine ganz gemeine Frage. Gentamicin, Ciprofloxacin, Penicillin und Azithromycin. Jetzt sagen wahrscheinlich alle, hä, das sind doch alles Antibiotika. Da habt ihr recht. Der Unterschied liegt jetzt hier nicht in der Wirkstoffgruppe, sondern der Unterschied liegt in der Anwendung. Überlegt mal, ob ihr vielleicht von jedem Wirkstoff schon mal eine Fertigarzneimittelpackung in der Hand hattet und ob euch da jetzt irgendein Unterschied auffällt. Wenn nicht, dann verrate ich ihn euch jetzt. Die letzten drei Wirkstoffe werden in Tablettenform eingenommen, während es Gentamicin nur als lokale Anwendung als Augen- oder Ohrentropfen gibt. Das liegt daran, dass das Gentamicin die Ohren und die Niere irreversibel schädigen würde, wenn man das systemisch einnimmt. Deswegen können die nur lokal verwendet werden. Also Gentamicin muss aus der Vierergruppe raus, weil es das einzige Antibiotikum aus dieser Gruppe ist, das nur lokal in Augen- und Ohrentropfen verwendet wird und nicht als Tablette im Einsatz ist. Die neue Vierergruppe, Citalopram, Sertralin, Spironolacton und Venlafaxin. Da ist ein Wirkstoff dabei, der ist völlig falsch. Der hat hier überhaupt nichts verloren.
Citalopram, Sertralin, Spironolacton, Venlafaxin. Das Spironolacton ist ein Diuretikum und alle anderen drei werden bei Depressionen eingesetzt. Levetiracetam, Pregabalin, Rivastigmin und Carbamazepin. Das ist leider auch eine Aufgabe, wo man mit Endungen nicht weiterkommt. Endungen sind toll, aber klappt nicht immer. Levetiracetam, Pregabalin und Carbamazepin, das sind Antiepileptika. Das Rivastigmin wird in der Therapie der Alzheimer-Demenz verwendet. Also Rivastigmin muss hier raus. Dann haben wir jetzt mal eine Wirkstoffgruppe, da kennt ihr alle die Wirkstoffe. Novaminsulfon, Paracetamol, Tramadol und Tilidin. Und auch da gibt es wieder verschiedene Arten zu argumentieren. Also überlegt euch eine, begründet sie gut und dann schauen wir mal, welche ihr gefunden habt. Ihr habt sicher schon gemerkt, das sind alles Schmerzmittel. Jetzt müssen wir irgendwie noch ein Argument finden, warum passt ein Wirkstoff trotzdem nicht in diese Reihe. Man könnte argumentieren, Paracetamol ist das einzige aus dieser Vierergruppe, das man ohne Rezept kaufen kann. Also Paracetamol gehört da nicht rein, weil die anderen drei sind verschreibungspflichtig. Man könnte auch argumentieren, Tilidin in flüssigen Arzneiformen ist ein BTM. In festen Arzneiformen ist es wie Tramadol und Novaminsulfon verschreibungspflichtig. Also Tilidin ist das einzige, was teilweise auch als BTM eingestuft ist. Wäre auch eine mögliche Argumentation. Dann haben wir L-Dopa, Pramipexol, Seligilin und die Valproinsäure. L-Dopa, das sollte euch allen was sagen. Pramipexol, Seligilin, Valproinsäure. Jetzt müsst ihr euch nur überlegen, gehört irgendwas in die gleiche Schublade wie L-Dopa? Oder ist L-Dopa hier ganz alleine und die anderen drei gehören zusammen? L-Dopa wird in der Parkinson-Therapie eingesetzt, genau wie Pramipexol und Seligilin. Die Valproinsäure ist ein Antiepileptikum, die muss aus dieser Vierergruppe raus. Jetzt haben wir die letzte Vierergruppe. Metformin, Montelukast, Sitagliptin und Dapagliflozin. Das ist jetzt meine Vierergruppe, die zeigt, wie alt ich bin. Als ich studiert habe, gab es von diesen vier Wirkstoffen nur Metformin. Die anderen drei gab es noch nicht. Die musste ich jetzt in den letzten Jahren selber dazulernen. Und sie sind aber jetzt aus der Therapie nicht mehr wegzudenken. Also sie sind wichtig. So, nach dieser Überleitung, welcher Wirkstoff passt denn jetzt hier nicht rein? Metformin, Montelukast, Sitagliptin und Dapagliflozin. Das Montelukast wird in der Asthmatherapie eingesetzt und alle anderen drei gehören in die Therapie des Diabetes mellitus, vor allem des Diabetes mellitus Typ 2. Also Montelukast muss hier raus. Da waren ganz schön schwierige Rätsel dabei. Ich bin stolz auf euch, wenn ihr sie geschafft habt und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob das jetzt eher zu schwer war oder ob es gerade schön ist, wenn die Rätsel so knifflig sind. Dann weiß ich, wie ich das in Zukunft machen soll. Bis zum nächsten Mal.